Also wir haben die Fachkräfte, die Potenziale in unserem Land. Wir müssen sie nur heben, fordern und fördern. Es muss sich auch wieder lohnen, arbeiten zu gehen. Das muss der Grund sein. Und nicht in der sozialen Hängematte mit dem Bürgergeld hängen, wo wir natürlich gerade die Migration dazu einlädt, in diese Hängematte sich zu legen, ohne Arbeit, ohne Sonstiges. Wer in diesem Land Sozialleistungen hält, muss und soll erst gearbeitet haben in diesem Land. Das muss Grundvoraussetzung sein. Das ist Gerechtigkeit. Das ist Respekt.